Heute gibt es von mir auf dem Kanal mal wieder ein helles auf die Backen. Das kommt von der Meckatzer Löwenbräu aus dem Allgäu. Was es darüber Näheres zu erfahren gibt, darüber reden wir wie immer nach lauter Rockmusik. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Bierverkostung hier auf dem Kanal mit einem Bier aus Bayern, genauer gesagt aus dem Allgäu, denn daher kommt die Meckatzer Löwenbräu Brauerei und was habe ich hier? Ein helles und dieses helle kommt vor allen Dingen daher in einer Euroflasche und ich liebe ja diese Euroflaschen, die Flaschenform, da geht, also muss ja mir persönlich das Herz auf, diese NRW-Flaschen, so eine langweilige Form, aber die Euro-Flaschen, diese schöne, kräftige, sehr klassische Form auch, war ja mal eine Zeit lang, zumindest in meiner Wahrnehmung, aus dem Getränkehandel verschwunden und viele Brauereien, gerade im süddeutschen Raum, auf die ich damals keinen Zugriff hatte, ja, gebe ich auch zu, haben die nach wie vor verwendet und auch wieder richtig populär gemacht. Und das größte der Gefühle für mich, das sind die 0,33er, also die Form, aber in der kleinen Größe. Meckatzer Brauerei hat dieses Bier eingebraut mit 4,9 Volumenprozent Alkohol, 11,6 Grad Plato, das Ganze natürlich nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 15,16 und damit sind auch die Zutaten klar, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Und Hefe wird auch noch reingekommen sein, aber die muss ja bekanntlich nicht angegeben werden. Bayerisches Bier und Slow Brewing, dem hat man sich auch verschrieben. Ich glaube, das war dann auch alles, was ich euch von der Flasche berichten kann. 1738 dürfte das Gründungsjahr der Brauerei gewesen sein und seit 1853 im Besitz der Brauerei oder Brauerfamilie Weiß. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das helle mal an. Nein. Einen Blick lasse ich euch noch auf den Kronkorken werfen und dann ist es dann aber auch wirklich soweit. Hui, der ging jetzt leicht von der Flasche, aber so leer. Manchmal hat man das ja, dass man so einen Kronkorken von fast nicht runterkriegt. Also, gehe auch nicht ins Fitnessstudio, aber für ein helles, eine herrliche, klare, goldene Farbe, keine Trübung, wenig Kohlensäure sichtbar, ein schöner, weißer, auch kräftiger Schaum. Ja, ich werde jetzt nicht zu viel darum machen, aber ich bin mir fast sicher, so wie der ausschaut, kriegen wir den auch ans Glas gehängt. Obwohl, probieren wir nachher nochmal. In der Nase. Oh, da bläst gerade einem so richtig schöne, frische Brise, grasiger Hopfen entgegen. Schönes, süßliches Malz. Und was dann so ein bisschen verblüfft, es ist, neben dem grasigen Hopfen, ist es dann auch noch eine richtig frische Zitrusnote. Und die ist gar nicht mal, so dezent, sondern die ist richtig schön präsent. Hoch, und das aus Bayern, meine Freunde. In diesem Sinne, setz wohl, cheers. Das geht übrigens auch am Anfang so weiter. Da schlägt die Zitrusnote weiter zu. Jetzt hinter anderen Dingen, aber es geht schön malzig, getreidig zu, so richtig schöne Cerealien, ein bisschen, nicht ein Müsli, aber das ist schon richtig angenehm, schön schlank im Antrunk. Der grasige Hopfen macht sich richtig schön bemerkbar und zu der Zitrusnote kommt noch so ein bisschen, was ist denn das? Das ist so eine leichte Apfelnote hinzu. Das ist so ein richtig, richtig unkompliziertes Bier. Und unkompliziert heißt ja auf der anderen Seite nicht unspannend, sondern das ist einfach ein, es ist, was es ist. Es ist ein helles Lagerbier. Und diejenigen von euch, die schon mal im Ausland gewesen sind, gerade in ausländischen Ländern, die eher bekannt sind für Ales, versucht da mal ein gutes Lagerbier zu finden. Und ich sage es immer wieder, gerade in den USA, viele Craft-Brauereien werden beurteilt von den Bierexperten, von den Bierfreaks anhand der Möglichkeit oder der Fähigkeit, ein gutes Lager zu brauen. Ja, Triple, Double, Super IPAs, können die alle. Aber die Fehler findest du da drin dann nicht. Weil einfach der Hopfen alles platt macht. Und ein richtig schönes, cleanes Lager, das musst du einfach können. Ich weiß, habe ich auch auf dem Kanal schon mal erwähnt, aber
Es ist einfach nach wie vor die Wahrheit. Und wo, wenn nicht in Bayern, wenn nicht im Allgäu, kann man dann ein richtig geiles Helle erwarten? Super trinkbar. Es kommt so im Hintergrund, kommt noch so eine brotige Note mit rein. Heidewitzka. Und ich finde, die Bittere ist jetzt gar nicht so vordergründig. Das ist einfach ein Bier, was einfach läuft wie die Feuerwehr. Das ist weder zu süß, das ist weder zu bitter, das ist weder zu herb, das ist noch irgendwie bickig. Das ist einfach nur gut trinkbar. Und wenn du davon eine Flasche auf dem Tisch stehen hast, ich glaube, da kommt relativ schnell der Ärger hoch, dass du nur eine hast, sondern da könntest du auch drei von vertragen, weil das läuft so schnell rein. Und während ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede, das geht halt auch einfach rucki zucki in den Hals rein. Schlanker Körper, mittlere Kohlensäure. Und es wird hinten raus, vielleicht auch einfach, weil es so gut trinkbar, es wird ein bisschen dünner, es verwässert ein bisschen. Aber das ist maximale Süffigkeit, minimalster Trinkwiderstand. Und ja, da kann man relativ wenig für falsch machen. Hinten im Nachtrunk super balanciert, nochmal so richtig ein bisschen knackig. Leichte Malzsüße und natürlich der Nachtrunk ist auch nicht so lang. Das ist kein Bier, was irgendwie drauf wartet oder dich immer wieder daran erinnern muss, dass du weiter trinken musst, weil du sitzt ja wahrscheinlich mit 4, 5 Leuten am Tisch und irgendwann prostet wieder einer zu und ab geht's weiter. So wird in Bayern Bier getrunken, glaube ich, oder? Zumindest ist das wahrscheinlich das Klischee, was die Amerikaner haben, aber ich finde das einfach immer wieder toll, dass es solche Biere gibt, wo man sich einfach nie keine Gedanken machen muss. Gute Qualität, super trinkbar und einfach unkomplizierter Biergenuss. Und dann ist eigentlich alles erreicht, was man will. Meckatzer Löwenbräu, das helle Bier aus dem Allgäu von ProbierTV, gibt es dafür wohlverdiente 3,5 Punkte für das helle aus dem Allgäu, aus der Brauerei Meckatzer. So, dann soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr andere Biere kennt, die super unkompliziert sind, aber fahren wie die Feuerwehr, dann bin ich euer Empfänger dafür. Schreibt es einfach unter das Video, beziehungsweise lasst auch gerne E-Mail da oder schreibt bei Instagram oder wo immer ihr mich findet, immer ProbierTV und dann finden wir zusammen. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, sag danke fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns wieder mit dem nächsten Biervideo. Bis dahin, tschüss, Papa, servus, Prost und Ahoi. Tschüss.